Ja, herzlich willkommen zum dritten Vortrag in diesem Nachmittagsblock. Dieser Vortrag ist remote zugeschaltet. Bernhard Seeger wird einen Vortrag halten über faire Daten und faire Software in der Biodiversitätsforschung. Wir haben das Problem bei den Biodiversitätsdaten in Deutschland, aber auch in Europa. Diese Daten liegen alle relativ heterogen vor. Wenn wir den Verlust der Arten aber beschreiben wollen, dann brauchen wir möglichst homogene Daten. Und dazu ist in den letzten Jahren etwas Bewegung in die Sache gekommen und auch der Bund hat das erfasst. Und deswegen gibt es jetzt zum Beispiel diese nationale Forschungsdateninfrastruktur und das wird uns Bernhard jetzt etwas näher bringen. Hallo Bernhard. Ja, hallo, danke für die Einführung und sorry, dass ich nicht persönlich anwesend sein kann. Unser Präsidium hat das kategorisch jetzt verboten, dass wir auf Reisen gehen. Wir leben in einer globalen Welt, kriegen wir jetzt mit Corona, aber genauso wissen wir natürlich, dass Klima und auch Biodiversität ein ganz zentrales globales Thema sind. Biodiversität ist immer so ein bisschen im Hintergrund, hinter dem Klima, aber ich muss Ihnen leider sagen, die Lage ist dramatisch. Wenn man mal bedenkt, was so alles an Biodiversitätsverlust über die letzten Jahre passiert ist, dann sehen wir im Prinzip seit der industriellen Revolution einen dramatischen Verlust an allen verschiedenen Arten von Tieren auf unserem Planeten. Ne? Das ist von daher dramatisch, dass wir also derzeit den höchsten Artenverlust überhaupt haben, seit wir Menschen auf dem Planeten sind. Ne? Das Problem ist halt, wenn mal so eine Art weg ist, wir können die nicht einfach so wieder rekonstruieren. Das geht nur in irgendwelchen Filmen, aber tatsächlich funktioniert das nicht, tatsächlich. Und was halt dramatisch ist, ist, dass wir zum Beispiel unsere ganze Ernährung hängt von der Bestäubung ab von Tieren. Wenn die Bestäuber mal weg sind von der Erde, dann haben wir einfach ein Problem, überhaupt die Weltbevölkerung zu ernähren. Von daher ist Biodiversität auf einmal ein ganz zentraler Punkt eigentlich auf unserer Erde. Was bedeutet Biodiversität? Es geht natürlich um die Varianz oder Varietät des Lebens auf der Erde, aber auch vor allen Dingen das Netzwerk dieser verschiedenen Lebewesen und Pflanzen und so weiter ist ganz zentral und das ist derzeit eigentlich noch nicht so richtig verstanden. Deshalb ist halt auch so wichtig, dass wir die Arten erhalten, weil wir, wenn ein Baustein mal wegfällt, kann das ganze Kartengerüst da mal zusammenfallen. Also zusammengefasst, Biodiversität ist wichtig für unser Leben selbst, als für unser menschliches Zusammensein. Ecosystem Services ist ganz zentraler Punkt in den letzten Jahren gewesen. Also auch wirtschaftliche Aspekte hängen ganz zentral von der Biodiversität ab. Ja, mal so ein Beispiel in den Raum zu werfen, die Fischerei natürlich, wenn Überfischung ist, ist natürlich auch dieser Zweig der Wirtschaft nicht mehr rentabel, beziehungsweise funktioniert nicht mehr. Okay, und ist der eine Punkt. Zum anderen wissen wir im Prinzip, dass die Biodiversität überhaupt noch nicht so bekannt ist. Also wir wissen, ungefähr 86% der Spezies sind unbekannt, 91% der Arten im Ozean sind nicht bekannt, in den Tropen ist es ähnlich. Also wir tappen eigentlich noch im Dunkeln. Ne? Wir wollen eigentlich das Dunkle ein bisschen erhellen. Dadurch, dass wir jetzt im Prinzip stärker Datenbanken aufbauen und die Datenbanken sind oft von der Art, dass wir räumliche Daten einfach haben. Ja? Wenn wir eine Art beobachten, bedeutet das, dass wir das notieren mit dem Zeitpunkt und natürlich auch mit dem Ort. Ne? Im Wesentlichen sind das Koordinaten. Ne? Und das hat auch gleichzeitig, wurde ja schon angedeutet, ein fundamentaler Change, also Wechsel in der Forschung stattgefunden, aufgrund auch Jim Gray, der das nicht in der Biodiversität gemacht hat, sondern in der Physik. Aber der war praktisch so einer der Ersten, der gesagt hat, Daten sind ganz fundamental, wir können mit Daten Wissenschaft betreiben. Und es gibt jetzt auch ein paar Zitate aus dem Bereich der Biodiversität, wo gesagt wird, okay, Science is data and data are science. Also wir müssen mehr datengetriebene Forschung betreiben. Dafür müssen wir natürlich vernünftige Daten auch haben. Ne?
Und das wurde in den letzten Jahren schon aufgebaut, zum ersten Mal so richtig. Ne? Und ich selbst bin in zwei Projekten drin, PF Bio, das ist praktisch so ein Projekt für die Archivierung von Biodiversitätsdaten aus der Forschung heraus. Diese Projekte sind meistens mit ganz vielen Partnern. Federführend ist das Alfred-Wegener-Institut. Oder ein bisschen kleineres Projekt hier gefördert an der Universität Marburg. Da geht es um die Sensorik und Datenerfassung durch Sensoren hier in unserem Wald der Universität Marburg. Wollen wir praktisch das Leben erforschen und auch die Netzwerke. Das wird gefördert von dem Land Hessen. Ne? So, das ist so die Motivation gewesen, warum ich überhaupt das betreibe. Ich gehe jetzt mal auf die verschiedenen Daten ein. Es wurde ja schon gesagt, dass sehr heterogene Daten sind. Dann stelle ich mal diese Fair Data Principles vor. Data immer in Klammern zu sehen. Da wurde auch ein bisschen was missverstanden. Da möchte ich ein bisschen aufklären. Und ich möchte kurz auf NFDI for Biodiversity eingehen. Wurde ja auch schon genannt am Anfang. So, was haben wir überhaupt für Daten in der Biodiversitätswelt und wie, was ist der Bezug zu FOSCIS zum Beispiel? Gut, wir haben verschiedene Kategorien, Beobachtungsdaten, berechnete Daten, experimentelle Daten und Metadaten, ganz verschiedene Aspekte, das sieht man schon mal. Die Beobachtungsdaten habe ich dann schon genannt gehabt. Okay, wir gehen in die Welt raus und beobachten einfach Arten, Pflanzen, ja, und tun dann den Zeitpunkt und die Koordinaten erfassen, ja, und natürlich auch den Typ, ne, den Taxon. Dazu gibt es zum Beispiel hier diese GBIF-Datenbank, das ist die größte derzeitige Beobachtungsdatenbank mit ungefähr 1,4 Milliarden Einträgen. Stand gestern, ne, das ist, nimmt natürlich kontinuierlich zu. Erfasst sind da aber nur eine kleine Menge von Daten, muss ich fairerweise sagen. Einerseits meistens in den Ländern, wo es genügend Geld gibt für die Datenerfassung. Das heißt, wichtige Gebiete in Asien sind überhaupt noch nicht hier erfasst. Und zum anderen ist die zeitliche Auflösung auch so schlecht, ne? Also wenn man jetzt im Prinzip den afrikanischen Elefanten über die letzten 30 Jahre beobachten will, da gibt es vielleicht insgesamt 150 Einträge, dann kann man keine zeitliche Entwicklung hier im Prinzip prognostizieren. Ne? Also wir brauchen hier noch viel mehr Daten. Hm? Dann gibt es so Aspekte wie Realtime-Tracking. Das hängt damit zusammen, dass wir einfach Tiere benutzen und besendern. Also es gibt wahrscheinlich in Nordeuropa kein einziges Rentier mehr, das ohne Sender rumläuft. Das hängt einfach damit zusammen, dass diese Tiere auch viel Schaden verursachen dort. Aber auch Vögel werden besendert. Dazu gibt es auch große Datenbanken wie Movebank. Fledermäuse werden besendert. Das generiert uns Daten, die wir dann auch auswerten können. Auf der rechten Seite sieht man mal, was wir gemacht haben. Jetzt nicht mit Tieren, weil die Sensorinformation von Tieren hat uns nicht genügt. Wir haben einfach mal Flugzeuge genommen und mal geguckt, wo Flugzeuge in Schlechtwettergebiete reinfliegen. Das Ganze könnte man natürlich auch mit Vögeln machen. Und das praktisch läuft bei uns in Echtzeit. Wir kombinieren Echtzeitdaten mit Wetterdaten hier. Ne? Natürlich, Remote Sensing ist ein ganz großer Datensatz. Man sieht hier auf der rechten Seite schon eine unserer beliebtesten Satelliten, hier auf dem Boden natürlich. Ne? Den gibt es natürlich auch oben. Wir haben also geostationäre Satelliten, wie die Wettersatelliten, wie Meteosat, wenn man hier sieht, oder halt auch sonnenstationäre Satelliten. Meteosat Second Generation ist einer der bekanntesten. Wie gesagt, Wetter wird geliefert von dem in Europa. Hier so ein paar Kennzahlen. Es ist eine multispektrale Kamera an Bord mit vielen Kanälen, die natürlich in Kombination wieder uns irgendwelche Informationen liefern. Ne? Und aus Grund dieser Satelliten können wir auch tolle Bilder schießen. Die sieht man dann ab und zu mal hier von dem einen von dem einen Gletscher auf Island, den Ökjökull, ne? Schwieriges Wort. Ja? Also das war ein Bild von 1989 und hier ist das Bild von 2018.
Und man sieht hier, der Gletscher ist verschwunden. Also er hat Berühmtheit erlangt, weil das der erste Gletscher war, der einfach verschwunden ist von Island. Alle anderen werden folgen in den nächsten Jahren. Also es ist nichts Außergewöhnliches in den nächsten Jahren, dass Gletscher verschwinden in Island. Island wird bald gletscherfrei sein. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Biodiversität auf Island, ne? Und das ist natürlich für uns interessant. Remote Sensing bedeutet ja nicht nur Satellitendaten, auch letztendlich Drohnendaten oder Helikopter liefern uns derzeit Daten mit entsprechenden Instrumenten ausgerüstet, wie Kameras, LiDAR, Radar. Ne? Auch das liefert uns wichtige Informationen über die Biodiversität. Ne? Wir sehen also, dass wir hier örtliche Anforderungen haben, was die Datenmengen angeht, die Komplexität der Daten. Ne? Und damit müssen wir einfach umgehen können. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst. Wir haben also ein Big Data Problem in dem Sinn. Noch hinzu kommt, dass wir in der Biodiversität das Ganze noch kombinieren wollen mit mikrobiologischen Daten. Na klar, also so eine DNA erfasst, gibt uns genau die Information über einen Organismus wieder. Wir selber haben nicht nur, wir hoffentlich haben wir nicht den Coronavirus, ich habe ihn derzeit wahrscheinlich nicht, aber wir tragen so 4-5 Kilo Bakterien mit uns rum, nicht nur zum Vergnügen, sondern ohne die Bakterien können wir überhaupt nicht leben. Das zeigt nochmal diese Interdisziplin, also die Abhängigkeit von den Organismen, auch wir sind abhängig davon. Und es gibt ein Projekt, Barcode of Life, das will praktisch diese Gensequenzen alle erfassen von vielen Species bis 2026. Auch das sind Informationen, die wir hier nutzen wollen. Und das gibt uns dann auch einen Zugang zu den biologischen Netzwerken. Okay. Computational Data habe ich noch nicht genannt. Das sind die Daten, die man einfach generiert aus gewissen Informationen, die noch nicht vollständig sind. Zum Beispiel haben wir Messstationen hier von einer Karte. Es können Temperaturwerte sein. Daraus generieren wir praktisch, rasterisieren wir das Ganze und bringen das Ganze in die Fläche und erzeugen unsere Rasterdatenmenge. Oder was auch häufig passiert ist, dass wir gewisse Rasterdaten hernehmen, die Kanäle irgendwie kombinieren und daraus eine schöne Rasterdatei mit RGBs, also mit einer schönen Farbeinfärbung machen. Das sehen wir hier wieder, unser System hier, muss ich ein bisschen Werbung machen, wo wir im Prinzip das wunderbar machen können, ne? Und damit Informationen generieren. So, hier fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben also massive Datenmengen in der Biodiversität, heterogene Daten, großvolumige Daten. Und hier sieht man nochmal, was das Volumen angeht, was das meiste uns liefert, sind also die In-Situ-Daten, Beobachtungsdaten ist eigentlich eine sehr kleine Menge. Das ist genau diese grüne Balken, den man fast unten nicht mehr sieht über die Zeit hinweg. Satelliten- und Radardaten nimmt enorm zu. Und auch die Modelldaten, die darf man halt nicht vergessen. Das nimmt, ist auch ein großer Bestandteil unserer Daten, die wir in der Biodiversität haben. Das sind auch Rasterdaten letztendlich, mit denen wir da umgehen müssen. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, den Fair Data Principles. Fair Data Principles beruht auf einem Papier von Wilkinson und anderen, das vor 3 Jahren publiziert wurde und eingeschlagen hat wie eine Bombe, ne, in die Research Community und alles ist jetzt darauf beziehen, auf Fair. Ne? Fair steht, ist ein Akronym, steht für Findable, Accessible und Interoperable und Reusable. Ne? Also fälschlicherweise muss ich sagen, hat sich das so eingebürgert, dass man damit meint Fair Data. Ne? Aber Sie sehen schon rechts auf der, in der Titel des Papers steht nicht Fair Data, sondern The Fair Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship. Das ist nun mal was ganz anderes. Ne? Und deshalb auch mein Titel von dem Vortrag hier, Fair Data and Fair Software. Es geht einfach nur um Valuable Research Objects. Das sind Datenmengen, das können aber auch Softwareteile sein oder andere Dinge. Auch die müssen fair gehandelt werden. Was bedeutet fair? Oder was? Ich gehe nochmal kurz auf diese Akronyme ein, habe die mal so rot eingefärbt, was jetzt ganz wichtig ist. Es gibt in diesem Papier 4 Prinzipien für Findable, nämlich dass man einen Unique und Persistent Identifier hat für die Dinge, die man hier anpackt oder betrachtet, ne? Daten natürlich, Software natürlich, Workflow Services, alles muss mit einem Persistent Identifier versehen sein. Das Ganze soll mit Metadaten beschrieben werden. Die Metadaten selber sollen auch wieder über Identifier zugreifbar sein
Und das Ganze, all diese Objekte sollen indexierbar und durchsuchbar sein. Das heißt, wir können die irgendwie wiederfinden anhand von gewissen Eigenschaften. Also das ist findable. Accessible bedeutet, dass wir über diesen Identifier auch Zugriff haben auf diese einzelnen Objekte, dass wir ein klares Protokoll haben, wie wir im Prinzip diese Objekte für die Erfassung der Objekte, also das muss klar sein und das Protokoll sollte auch offen sein. Ne? Hier kommt zum ersten Mal wirklich einen Verschnitt mit der Open Source Community. Wir haben offene Protokolle, sodass wir mit diesen Protokollen Daten, die nicht unbedingt offen sein müssen, auch lesen können. Wichtig ist auch Authentication Authorization, da kommen wir nochmal später dazu. Also brauchen einen Mechanismus, um Daten auch zu schützen. Und die Metadaten müssen zugreifbar sein. Wir gehen nicht davon aus, dass wir Daten zugreifbar haben unter allen Umständen. Manchmal müssen wir die auch schützen. Die Interoperabilität bedeutet, dass wir auch wieder uns auf ein gemeinsames Vokabular basierend Daten verwalten. Das ist in der Biodiversität leider nicht immer gegeben. Das heißt, wir haben hier Terminologieprobleme bei den verschiedenen Communities innerhalb der Biodiversität. Und wir brauchen im Prinzip, wenn wir das haben, auch Referenzen auf andere, sodass wir praktisch die Verbindung von verschiedenen Datenmengen auch hinbekommen. Ne? Reusability ist eigentlich der wichtigste Aspekt bei FAIR. Dass, wenn man nochmal das Paper liest, das Original, ist dieser Aspekt deutlich der wichtigste. Und alles, was man vorher gemacht hat, FAI, das dient der Reusability von Daten oder von entsprechenden Software-Tools. Ne? Also ich gehe jetzt mal kurz nicht mehr darauf ein, weil obwohl es so wichtig ist, aber ich stelle auch die Folien zur Verfügung. Man kann auch nochmal auf das Paper eingehen. Ich wollte vielleicht hier nochmal sagen, was nicht fair ist, also fair ist, was fair nicht gemeint ist, weil es gab eine Konfusion unter den Leuten, unter den Forschern auch, wie fair zu interpretieren ist. Ne? Und es gab nochmal zwei Jahre später nochmal ein Paper, hier rechts oben sieht man nochmal die Referenz, wo auch nochmal erklärt worden ist von den Autoren, von den ursprünglichen Autoren, was fair nicht ist. Fair ist also kein Datenstandard. Es geht allein um Prinzipien. Es beschreibt im Prinzip Eigenschaften der Datenquellen, die die haben müssen. FAIR ist auch kein semantisches Datenmodell. Es ist auch nicht Spatial RDF oder irgendwas anderes, sondern es geht darum, wie man im Prinzip Informationen maschinell lesbar macht, ne? Und dafür Frameworks aufbaut. Es können durchaus unterschiedliche Frameworks sein. FAIR bedeutet auch nicht, dass man jetzt im Prinzip verbessert, dass man die Mensch-Maschinen-Kommunikation verbessert, dass man also schönere Web-Interfaces für Menschen baut und für Benutzer, sondern es geht allein um die, also es geht fast immer um die Interaktion von Computern. Computer müssen in der Lage sein, Daten zu finden, zu interpretieren, zu nutzen, ne, automatisch. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass FAIR nicht bedeutet, Fair Data, das ist eigentlich falsch, sondern fair bedeutet, fair wendet sich auf Software, Workflows und Services an. So, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Fair bedeutet auch nicht, das ist vielleicht ein Wermutstropfen für die Community bei Foskes jetzt, fair bedeutet nicht open und open ist nicht fair. Ne? Man kann das sich klar machen anhand der Eigenschaften. Wir müssen Daten schützen und Services auch vielleicht nur für gewisse Benutzergruppen zugreifbar machen. Ich sage immer, das letzte Einhorn, wenn das auf der Erde noch wäre, gäbe es Tausende von Jägern, die das abschießen wollen. Wir müssen also, Datenschutz ist auch Objektschutz hier und der ist ganz hoch. Wir müssen aber klar machen, wie im Prinzip die Reuse von diesen Daten aussieht. Wir brauchen also klare Regeln und die müssen offen sein und verfügbar sein, wie das geregelt ist. Ne? Wir wollen auch im Prinzip hier eine breite Gruppe von Nutzern ansprechen. So, jetzt bleibt mir noch 1,5 Minuten, fast knapp 2 Minuten, kurz auf NFDI for Biodiversity einzugehen. Es ist also ein Konsortium, das sich gebildet hat. Der Antrag ist noch in der Begutachtungsphase oder an der Entscheidungsphase. Begutachtung war, die lief unheimlich gut. Wir sind also positiv gestimmt, dass NFDI for Biodiversity zum Laufen kommt. Es ist innerhalb des NFDI-Projekts zu sehen. Das ist praktisch eine zentral von der Bundesregierung geförderte
Sache, um einfach Daten besser verfügbar zu machen, primär für die Wissenschaft. Ne? Aber wir binden hier auch bei NFDI for Biodiversity zum Beispiel auch Citizen Science sehr stark ein. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Open Source Community stärker aktiv wird und vielleicht uns dabei unterstützt, weil wir haben ein Skalierbarkeitsproblem, was die Entwicklung auch von Tools angeht. Ne? NFDI for Biodiversity hat verschiedene Ziele, insbesondere hier die zwei roten vielleicht mal herausgestellt, die Fairness-Prinzip von Data. Hier kommt schon wieder Data aber nur rein, sorry. Ich habe lange argumentiert mit meinen Kollegen darüber, dass wir ein bisschen weiteren Scope haben sollten, aber immerhin, wir haben aber auch Fairness mit Qualitätsaspekten. Also oft sind die Daten von einer sehr schlechten Qualität, die wir haben. Wir müssen im Prinzip Qualität verbessern der Daten und wir wollen also auch Tools zur Verfügung zu stellen, wie wir das besser machen können. Ich selbst, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen in NFDI for Biodiversity. Ich bin einer, der verantwortlich ist für die Implementierung der Infrastruktur. Wir wollen eine die 20 Minuten sind um. Sorry. Lassen Sie mich noch eine Minute darüber sprechen. Wir wollen praktisch so eine Art, heißt Research Data Commons, eine Gesamtarchitektur vorstellen, um praktisch diese Fairness zu garantieren. Nicht nur Fairness von Daten, sondern auch Fairness von Tools. Ne? Hier ist so ein bisschen die Motivation. Wir haben viele Tools auf der linken Seite. Das sind natürlich Software-Tools, kein Hammer und keine Schere, sondern irgendwelche Tools, die Wissenschaftler entwickelt haben. Das ist alles schön und gut, aber wir müssen das jetzt in eine Gesamtarchitektur bringen, die man auf der rechten Seite sieht. Da trennt man schon im Prinzip Daten von den Tools und oben haben wir praktisch die Anwendung. Und wenn man diese Architektur mal genauer anschaut, dann kommt man zu diesem Bild. Das sieht mir wahnsinnig komplex aus. Sorry, dass ich jetzt mit so einem Bild da komme. Aber kurz im Workflow, die Daten selber kommen auf der rechten Seite rein, das ist dieses rechte Bild. Dann kommen die praktisch in so eine Art Infrastruktur rein, um sie praktisch dann findable und searchable zu machen. Das ist praktisch eine technische Infrastruktur. Die bekommen da ihren eigenen Identifier und die kommen dann über so eine Art Mediation Layer in so eine Art semantische Ebene rein, weil wir haben verschiedene Benutzergruppen, die eine ganz besondere Sicht auf diese Daten haben. Und wir wollen diese Daten genau in diese semantische Ebene bringen, sodass Benutzergruppen damit umgehen können oder auch Tools, die es schon gibt, funktionieren. Ne? Das ist praktisch diese Applikationsebene und oben sehen Sie praktisch diese Benutzerebene. Auf der linken Seite haben wir noch die Authentifikation und die Autorisierungsebene, ne? Wo wir praktisch Rechtemanagement und auch Monitoring dann haben von dem Ganzen. Also wer sich interessiert dafür, bitte an mich wenden. Das ist so im Kurzkalopp mal NFDI gewesen. Also um was ging es hier in dem Talk hier? Es ging um Biodiversität, um die Anforderungen, was die Daten angeht insbesondere, aber auch Software und die Fair Principles for Data Management. Was Fair Principles for Data Management meist nicht nur Fair Data, sondern auch Fair Software. Ne? Das wollte ich nochmal ganz wichtig herausstellen. Und ich habe einen Appell an Sie, ne? Machen Sie mit. Ne? Also es gibt haufenweise schöne Probleme hier in unserer Welt der Biodiversität. Es ist unheimlich interessante Fragestellung und ich fordere Sie einfach auf, denken Sie mal an damit, sich daran zu beteiligen, Fair Open Source Tools zu entwickeln und als konkreten Vorschlag mal zu gucken, ob man nicht sowas wie hinbekommen wie eine Open Source Google Earth Engine. Weil das regt mich wirklich furchtbar auf. Ne? Wir haben so einen gewissen Schritt gemacht in die Richtung schon. Wir haben hier an der Uni Marburg das FAT-System entwickelt, was so ein bisschen in diese Google Earth Engine Richtung reingeht. Aber wir können nicht zu viert im Prinzip das Ganze weiterentwickeln. Dazu brauchen wir einfach eine Community. Und schauen Sie es einfach mal an. Und vielleicht haben Sie Spaß dran. Und wir würden das gerne öffnen für alle. Ne? Damit bin ich mit meinem Talk zu Ende und freue mich noch, wenn wir ein paar Minuten Fragen vielleicht haben. Danke. Sorry für den. Ja, Bernhard, vielen Dank für diese sehr intensive Einführung in den Bereich Biodiversitätsforschung. Ich hoffe, Sie haben gemerkt, dass die Anforderungen, die wir haben, momentan extrem hoch sind.
Und unser Problem ist auch, dass wir eigentlich viel zu spät dran sind. Deswegen, wenn da jemand mitarbeiten will mit uns, gerne. Jeder ist willkommen. Hat jemand Fragen? So, hallo. Meine Frage wäre, haben Sie auch angeschaut für die Infrastruktur dann so in Richtung Peer-to-Peer-Netzwerken und Content-Addressable-Systeme? Okay. Also tatsächlich haben wir Peer-to-Peer-Netzwerke nicht angeschaut, das wäre ja praktisch diese Architektur, sondern eher auf cloud-basierte Systeme das Ganze ablaufen zu lassen, wobei wir im Prinzip zusätzlich so Proxy Data Access, das sieht man auf der rechten Seite, diese blaue Wolke, zulassen. Das heißt, wir sind nicht so, dass wir alle Daten irgendwo in unserer Cloud-Ebene haben müssen. Das geht ja auch überhaupt nicht, weil denken Sie nur an die Satellitenbetreiber wie EUMETSAT, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Die können natürlich, da können wir keinen Abzug von den Satellitendaten mehr haben, sondern müssen letztendlich da eine Kooperation haben, sodass wir einen Proxy Data Access haben. Ja. Das könnte dann in eine Richtung Peer-to-Peer-Ebene gehen, ne? Aber sagen wir mal, klassisches Peer-to-Peer haben wir nicht. Das hat auch ein Problem natürlich, wenn wir jetzt Forscher wollen letztendlich in so eine Art direkt mit diesen Tools arbeiten und verlangen dann auch so mehr oder minder in Echtzeit Rückmeldung von dem System. Also, und das ist ein Problem, weil wenn die Daten erstmal aus dem Netzwerk alle schön gesammelt werden müssen an einen Ort und wir sprechen ja von Satellitendaten, dann geht das nicht. Ne? Also wir versuchen also möglichst die heißen Datenmengen vor Ort zu cachen und dann Forschern oder auch anderen Personen natürlich Möglichkeiten zu geben, in Echtzeit Analysen auf diesen Daten durchzuführen. Okay, vielen Dank. Ja, bitte. Hat noch jemand eine Frage? Bernhard, wir reden ja hier jetzt hauptsächlich über Forschungsdaten und dann gibt es ja auch noch die Behördendaten und die Daten, die die Ehrenamtlichen sammeln. Hier wird doch schon mal ein bisschen angezeigt, Citizen Science. Das ist ja auch nochmal richtig heterogen alles. Wie will man das denn zusammenbringen? Guter Punkt. Wir haben ja ein Skalierbarkeitsproblem und von daher sind wir auf Citizen Science auch angewiesen, dass Daten hier geliefert werden. Ich habe ja gesagt, also ist ja schön, dass wir schon 1,4 Milliarden Datensätze in GBIF haben, aber zum Beispiel Naturgucker und all die schönen Plattformen, die sammeln ja auch Daten, ne? Und das wäre natürlich super, wenn wir das zusammenbringen könnten unter einen Hut. Ohne das glaube ich nicht, dass wir die Aufgabe, die in den nächsten Jahren zu bewältigen sind, wirklich, wir haben auch hier ein Zeitproblem, weil wenn wir das nicht schnell machen, dann erfassen wir nur noch, dass die Arten nicht mehr leben, ne, und nicht mehr da sind. Klar, also wir haben da ein Problem, wir haben auch ein Qualitätsproblem dann nochmal, ne, was das angeht. Wir versuchen einfach Werkzeuge so bereitzustellen, dass wir hier Qualität der Daten, die über Citizen Science und auch von Forschern, da haben auch Qualitätsprobleme, dass wir die validieren und einbringen und natürlich auch die verschiedenen Formate hier nutzen können, ne, die in diesem Umfeld auch üblicherweise genutzt werden. Ne. Also wir wollen jetzt hier nicht keinen vorschreiben, dass genau diese semantische Ebene, die wir auf diesem Architektur auch zur Verfügung stellen wollen. Wir wollen im Prinzip den einzelnen Benutzergruppen nicht im Prinzip hier vorschreiben, jetzt müsst ihr im Prinzip auf Semantic Web gehen und das Format und nur noch OpenJS, das Format, das wäre nicht machbar. Ne? Wir müssen im Prinzip mit der Vielfalt auch leben und hoffen, dass wir Überzeugungsarbeit leisten, dass gewisse Datenformate sinnvoll sind und dass man langsam da migriert dahin. Ne? Vielen Dank, Bernhard, für deinen Vortrag.
Schönen Gruß nach Marburg. Von uns allen nochmal einen Applaus. Vor allen Dingen auch für das VOG, das es ermöglicht hat, dass wir diesen Vortrag bringen konnten. Ja, vielen Dank an euch auch und ans Publikum. Ich hoffe, dass weiterhin eine spannende Konferenz ist und wünsche nochmal alles Gute hier in Freiburg. Ne? Bleibt gesund. Ne? Danke. Ciao. Tschüss, Bernhard. Okay, tschüss. Ciao.